So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Scribble.io gemeinsam mit Luigi und Dadomau. Hallo, ich bin Dadomau. Und Luigi ist Wintercracker. Wintercracker und Maudado sind dabei. Und Maudado darf als erstes malen. Bei Scribble.io geht es darum, Sachen zu erraten, malen. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon bei den 5 Millionen anderen Let's Playern gesehen, die es gemacht haben. Eigentlich machen nur wir das, oder? Nee, Kronk hat es auch gemacht. Stimmt. Oh. Wie sieht Europa aus? Da ist der Stiefel. Oh, der geht in die falsche Richtung. So. Also, ich sehe die Erde und die Sonne. Und hier ist Russland. So. Wir spielen auf Deutsch, oder? Ja. Hab ich umgestellt dieses Mal. Keine Sorge. Ich habe gerade schon getestet und haben irgendwie auf Englisch gespielt. Oh ne, warte. Oh, Sonnenwind ist eigentlich, wäre auch eine gute Bezeichnung. Ja, Schlagschatten. So heißt es in Photoshop. Somebody lebt das YouTube-Leben. Ich glaube, immer der aufnimmt, hat die peinlichen Momente. Ja, ist aber wirklich so. Oh. Okay. Die Zombie-Taktik. Einer aus meiner Freundesliste spielt VR-Chat. Ach so, ein Plus? Oh. Mhm. Okay. Orange. Ich hab's. Oh. Ich hoffe nicht, dass dieses Wort in dem Spiel vorkommt. Mit der Kranke hat mir schon erzählt, es kommt ein ganz bestimmtes Wort vor. Ja, hat er mir auch erzählt. Also, das sehen wir dann, wenn es kommt. Ja, der lacht. Und das ist O-Saft. Oder er ist einfach nur sehr orange. Oh. Und ein Stein? Das ist ein Klumpen Erde. Das ist Chicken Ton. McNugget. Ah. Warum? Ja. Warum ist es nicht ein Lachkeks? Oh, aber nah dran. Es ist extrem nah dran. Wirklich nah dran. Nein, das Spiel sagt nicht, es ist nah dran. Aber von der Bedeutung her bist du nah dran. Nur ein Wort, also... Nicht statt also du siehst hier schon den Lachkeks, aber es muss ja noch einen anderen Keks geben, damit er lacht. Hä? Es gibt einen Keks, der macht etwas und dann entsteht ein Lachkeks. Scherzkeks. Okay. Dann... Wie male ich das denn? So, zack. Wenn ihr die Worte nicht sehen wollt beim Zuschauen, macht einfach die Augen zu. Das System verstehen die Leute bei mir immer noch nicht. Nein, ich guck mal, ob ich es ausblende. Okay, das ist eine traurige... Das ist eine Schnecke. Das ist eine Schnecke. LOL. Und die Schnecke hat... Eine Hand. Die hat eine Hand. Oh. Okay. Hört ihr aber darauf, normalerweise nicht. Darauf ist ein Teller. Keks. Oh. Ist ein Teller, einfach nur so. Und darauf ist... Hast du die ganze Hand umsonst gemalt? Kannst du mir aber besser vorstellen. Das? Aber... Oh. Das mag er nicht. Deswegen... Ja. Ist er traurig. Wie male ich einen traurigen Maudado? Nein! Ich hab ganze Zeit überlegt, Tofu-Steak. Da hätte ich einen Salat drauf gemalt, wäre es zu einfach gewesen. Oh. Wir brauchen einen Menschen. Oh. Und einen ganz speziellen Menschen. Weil ich glaube, der wird sich dann am meisten freuen von uns. Okay. Scherz. Keks. Lachkeks. Ich nicht auf Scherzkeks gekommen bin, aber auf Lachkeks. Ja. Oh Gott, fährt Auto. Hilfe. Er macht mir auf jeden Fall Angst. Kaputte Ölpumpe? Postbote. Ist in einem A. Okay. Ja, erster. Oh, der darf Traktor fahren. Ich bin nicht der Oberloser. Ja. Oh. Ja? Ich glaub, Zombie hat einen Vorteil hier. Oh, bitte. Oh. Verdammt. Oh shit, welche Farbe? Ja, ich weiß, dass es das Wort jetzt gibt, Maudado.
Ja, da hättest du einen Vorteil. Warum? Er hat es dir doch auch erzählt. Arminien ist dein Wort. Ich weiß nicht, Karl hat es eher so bei uns eingebürgert. Ja, ich glaube auch. Das ist Butter. Na verdammt. Oh. Ich habe schon mal geschrieben. Oh, das hattest du schon. Ja, ich habe es gerade gesehen. Welche Farbe hat das normalerweise? Die sind eher so gestreift, weiß und hellgrün irgendwie. Und dann so kleine rote Blumen drauf. Ich check oder gar sowas. Nichts. Also es geht darum. Das trägt man zu einer Festzeit, die stattfindet, wo mein Geburtstag ist. Ich glaube, das Wort kennst du nicht mal. Ist es irgendwas Bayerisches? Ja, ja. Das ist was Bayerisches. Deswegen hat die auch... Ich hab's grad. Super. Hast du geschrieben? Gindel. Warte, ich wollte es gerade eintippen. Aber sind die nicht immer so weiß-rot? Ich hatte weiß-blau im Kopf. Also es gibt es allgemein in vielen Farben. Aber weiß-blau sind die bayerischen Farben, oder? Ist vielleicht nicht das, was ich im Kopf... Oh, Computer. Ah, nee. Ich male das so, wie es bei mir ist. Auch wenn es super verwirrend für euch ist. Okay, 100 Jahre. Es ist... Was macht Zombie alle 100 Jahre? Einkaufen. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, auf diesen Läden steht sowas häufig. Das steht auf dem Laden nur vorne drauf, weil es das 100 Jahre lang gab. Immer. Aber okay. Sehr schön, dass es nicht nur bei mir so ist. Bei mir ist es nicht so, glaube ich. Du musst mal gucken, die haben das immer. Die sind richtig stolz drauf, dass ihre Bäckerei immer seit 80 Jahren offen ist. Nee, das ist eine sehr geschwungene Schnecke. Ja, warte, ich mache den Hintergrund kurz schwarz, damit ich die Augen blau weiß machen kann. Oh Gott. Die schwarze Leere. Okay. Oh. Schnecke nach der Apokalypse. Das ist Maudalo auf jeden Fall. Okay, ich wollte erst Vampir schreiben, aber jetzt hat er doch nur einen Zahn. Ja! Was? Hey. Also, Dagger, du siehst diese Schnecke. Und diese Schnecke ist nackt. Mann, das ist voll gemein. Voll der gemeine Begriff. Warum? Er hat das als letztes gemalt. Das war der Hinweis für mich. Nee, eigentlich hat das mir gerade im Discord geschrieben. Ja, ich hab's ihm nebenbei eine Sprachnachricht in WhatsApp geschickt. Wow. Das müssen wir mal machen, wenn wir Mr. Mormont machen. Ja. Aber so gehen die ganze Zeit die Begriffe schreiben. So eine WhatsApp-Gruppe. So, wie malt man Europa? Warum kommt hier? Es sind heute so viele Planeten hier. Das ist nicht Europa. Oh Gott. Doch, nein, da ist Spanien nicht erkennt. Ja, Mitteleuropa. Italien. Aber der geht auch in die. Ja, hm. Hier ist kannst du noch einen Ball malen für den Stiefel? Oh Gott. Hier ist Afrika. Der Stiefel ist zu groß. Das müsste eigentlich. Egal. Ich mach mal mit dem Begriff weiter, Leute. Ja. Oh Gott. Oh nein. Ich hab gerade den Namen vergessen. Ja! Oh, ist das peinlich. Äquator! Endlich! Bitteschön. Ich wusste doch. Hä? Nee, das kann ich. Oh Gott. Mach's. Okay, es sind zwei Worte, wo ich nicht weiß, wie ich sie malen soll. Okay, warte dann. Daumen hoch. Das ist erstmal ein Typ. Ja, von mir kriegst du auch ein Like, weil du das Wort genommen hast. Das ist jetzt Karl einfach. Oh. Ja, und sieht aus wie Karl. Der ist so eine Alien oder eine Ameise? Das sind seine Haare. Ach so. Sehr. Oder warte, der ist so. So. Nee. Also, so ein 80er-Jahre-Typ. Das ist. Das ist eine Beschreibung, wie er ist. Ich muss Hinweise geben, wir kommen sonst nicht drauf. Er ist cool. Arrogant? Cool. Nee. Abgefahren.
Hip. Ich kann noch, warte, oh, guck mal, der glänzt. Stylisch passt F nicht. Es hat auch was, warte, ich versuche noch irgendeinen Hinweis zu malen. Aber das werdet ihr nicht mal erkennen, das Tier. Das ist ein Grill. Ja, das wird ein Tier. Ein Elch, ein Rentier. Nein. Affengeil. Das ist auch... fabelhaft! Ich wollte einen Wolpertinger malen, aber ich glaube, einen Wolpertinger hätte ich nicht schnell genug hinbekommen. Ich habe es probiert. Ich habe mein Bestes gegeben. Machen wir noch eine. Okay, wir machen einfach noch eine Runde. Ist egal. Ja. So. Dadomau is choosing a word. Oh Gott. Aber wie hättet ihr fabelhaft gemalt? Oh, ich weiß was. Also, ich lehne mich damit an etwas, was Wintercracker schon mal gemalt hat. Okay. Oh, jetzt bin ich gespannt. Aber nicht heute, oder? Oder habe ich es gerade eben schon gemalt? Nee, nicht heute. Nicht heute. Ah, okay, ich weiß. Der steht auf dem Schiff, siehst du ja. Okay. Du weißt den Begriff. Okay, aber... Du weißt den Begriff schon, Wintercracker? Nee, ich weiß den ich gemalt habe, aber das ist scheinbar nicht der gleiche. Weil meiner war viel kürzer. Ja, stimmt. Da war ich dabei bei dem Begriff. Ja. Was gibt's noch für Begriffe? Oh. Ah, wollte ich auch gerade... Oh. Ja. Okay. Ah. Kurz mal überlegen, habe ich Prediger jetzt falsch geschrieben? Oder gibt's ein Verb dafür? Der Begriff, ich habe drei Begriffe, die man nie herausfinden kann. Obwohl doch, der eine geht, okay. Was war das Wort, was ich vorhin hatte? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Also da, wo ich fabelhaft ausgewählt hatte, hatte ich noch Zusammenzucken hatte ich als Begriff. Ich hatte gerade Boris Becker als Ja, der hättest du einen Typ mit so blonden Haaren und einen Tennisschläger gemalt, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich wäre nie drauf gekommen. Ich auch nicht. Wenn ich den Begriff gekannt hätte, dann schon. Mit Namen bin ich echt fürchterlich. Maudado? Was ist mit... Achso, okay, das ist dein Fuß. Ja. Also, der hat einen großen Tumor. Ja, großes Bett, okay. Die ist einmal hier und einmal hier was. Und der Begriff ist der Teil. Hä? Bettende? Überleg an das Objekt, was du vorhin nicht erkannt hast am Anfang. Ich habe mein Objekt nicht erkannt? Ja, an dem Menschen hast du was nicht erkannt. Ich kreise es ein. Das hier. Danke für den Kreis, mit Herr Kretter. So. Oh, ein Baum. Ich kann bauen. Oh Gott. Oh, das ist ein wütender Lauch. Eine wütende Spaghetti. Ich wollte es einfach nur wütend machen. Ein wütender Wurm. Ja. Eine wütende Leiter. Haha, Wintercracker. Gut erraten. Hä? Das ist keine Wutleiter? Oder du hast den Begriff schon mal gemalt. Oder du dachtest, du willst sie malen. Ach so! Stimmt, ich erinnere mich wieder. Ja, deswegen habe ich ihn extra so gemalt wie du. So, was hast du denn zur Wahl? Oh. Oh. Langer Begriff. Gebrauchtwagenhändler. Ich glaube, so lang ist er auch nicht. Aber den Begriff hatte ich schon, ne? Oh. Stimmt. Oh, das Wintercracker. Oh, das bin ich, ja. Nimmt man direkt. An der grauen Haut. Also, es wurden alle gemalt: O-Saft, Wintercracker, Maudado. Aber ich werde heute nicht gemalt. Kann ich auch noch gemalt werden, Maudado? Okay. Oh, da muss ich mich beeilen. Okay. Ja.
Das willst du. Du willst. ich bin eine Wolke, okay. Meine Existenz. Oh Gott. Hallo, Wintercracker. Hallo. Okay, warte, ich muss hier kurz was wegradieren. Mit das Cracker-Arm ist viel zu lang geworden. Oh, Femtrails. Hä? Jetzt hat er noch einen längeren Arm. Was ist das? Bin ich ein Gewittermagier? Wetter? Ja, ich hab's. Wettersprecher? Was? Wettervorhersage. Ah! Mir ist Vorhersage nicht mehr eingefallen. Dann dachte ich, es geht um den Typen. Oh, okay. Nehme ich den schweren Begriff? Ja klar. Oder? Ja, auf jeden Fall. So, Zombie wollte gemalt werden, habe ich gehört. Nee, ich bin doch schon gemalt. Der wurde schon gemalt. Nee, ich mal dich nochmal. Ja. Mal doch Manu. Meine Mutation aus Manu und Zombie. Ach, das capest du es mir beim Weiterspielen, Maudado. Fällt mir bei dem Dino-Zombie ein. Ich muss dir einen größeren Kopf machen, damit... Kein Problem. Manu, Trauer aufpasst. Nee, damit die Details reinpassen. Oh Gott, ein bisschen angeschwollen, mein Kopf. Nasenhaare. Dafür bin ich doch bekannt. Nee, warte mal. Also, ja? Okay. Auf jeden Fall habe ich einen Waluigi oder Wario-Schnauzer. Okay, Mist, wie kann man das verdeutlichen? Okay. Hat es überhaupt was damit zu tun? Ja. Stellt euch, wenn ihr daran denkt. Eine Badleiter. Das ist keine Leiter. Das ist keine Leiter? Nee. Warum liegt ein Mensch auf der Leiter? Zug. Da kommt ein Zug angefahren, Maudado. Ach so. So, das letzte Wort. Warum nehme ich das? Ich könnte ewig warten und ihr würdet nicht drauf kommen. Wie male ich das am besten? So? Ja, ich glaube schon. Okay. Das. Blasen. Luft. Und ihr kriegt jetzt noch den Tipp, mit dem ihr es erraten könnt. Auf jeden Fall. Chemie. Ja. Nein. O2? Es geht doch nicht das Wasser. Luft, aber O. O2 ist aber nah dran. O2. Ich weiß O2, es nicht komplett O. richtig, aber es geht O2. In die Richtung. O2. Kannst du es malen, das Atom? Nein. Ach so. Ihr habt ein C bekommen wahrscheinlich gerade oben, oder? Ja. Gut. Ja, das war's dann mit einer kleinen Runde Scrivio, gemeinsam mit Luigi und Damaudo. Vielen Dank fürs Zusehen, schaut bei denen vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.